Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nachdem ich dir gestern ein sehr unschönes, aber doch ehrliches Fußvideo gezeigt habe, habe ich heute mal einen ganz klassischen Haul für dich. Und zwar habe ich bei Cosmetic for Less bestellt. Und ja, wenn du Bock drauf hast zu sehen, was ich da so geshoppt habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mich jetzt auch nicht allzu sehr geschminkt. Im Prinzip habe ich nur eben kurz einen Lippenstift drauf gemacht, den ich aber gleich leider wieder abnehmen muss, weil ich gehe gleich zum Zahnarzt. Und zwar, ja, ganz normal, ne, alle halbe Jahr Kontrolle und professionelle Zahnreinigung bei der Zahnarzthelferin meines Vertrauens. Ja, und deswegen, wenn da halt irgendwas gemacht wird, du wirst ja auch einfach nass. Deswegen, den kann ich gleich einfach abnehmen, auch wenn der super ist. Das ist von Yves Saint Laurent einer, den ich von der lieben Lea in dem Paket drin hatte. Der ist super geil, der ist matt und der ist einfach langanhaltend, ne? Der hält richtig lange, der hält dir auch gerne mal den ganzen Tag. Super, super, super Lippenstift, aber den muss ich trotzdem gleich abmachen, weil ich wollte so ein bisschen Farbe im Gesicht haben. Ich bin ja sonst nicht so sehr geschminkt, Augenbrauen habe ich nicht gemacht, weil die werden eh nachher verschwinden. Egal, ich laber und laber und laber. Ich wollte euch ein Haul zeigen, ne? Das mache ich doch jetzt mal. Ein Teil von dem Haul habe ich euch schon gezeigt. Und zwar habe ich das neue Essence-Sortiment, die neue Essence LE, die neue Essence Trend Edition bestellt. Und zwar die Good Vibes, Good Memories. Da habe ich hier oben auch ein Video für dich gedreht, wo ich das auch wirklich getestet habe und auch die Lidschattenpalette daraus verlose. Also schau gerne nachher mal vorbei. Ich zeige dir jetzt einfach nochmal die Produkte und was sie dann entsprechend auch gekostet haben. Das war hier dieser Blush, diese Blush and Highlighter Drops. Die haben mir nicht so gut gefallen, deswegen werden die auch nicht bei mir bleiben, sondern weiter wandern. Ja, da war halt das Problem, dass sie mir einfach irgendwie... Die sind halt sehr rotstichig und irgendwie haben die nicht wirklich was gemacht und ich mag einfach lieber, ich mag keine Drops. Ich mag es nicht, ich kann damit nicht umgehen, das funktioniert nicht. dann habe ich hier dieses Körperspray, das Body Mist. Ich finde diese englischen Übersetzungen immer sehr großartig und das riecht unfassbar schön nach Rose. Das ist jetzt perfekt für den Frühling und ja, das ist in Benutzung, ja, rege. Dann habe ich hier noch von Essence aus der Good Vibes, Good Memories LE, ja, läuft, Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara. Die hast du auch normalerweise im Standardsortiment von Essence drin. Hier ist es halt bei der Trend Edition so, dass du hier ja diese Blümchen drauf hast. Also Blümchen ist gut, das sind ja Pusteblumen. Und ja, also Löwenzahn als Pusteblume. Genau. Und ja, fand ich von der Optik sehr schön. Macht bei mir jetzt nicht so genau das, was ich gerne hätte. Aber ich weiß es nicht. Ich werde die auf jeden Fall weiterverwenden. Aber hat mir jetzt, als ich sie getestet habe, nicht so gut gefallen. Genauso wie auch dieser Highlighter, das ist ein Duo-Highlighter, der sieht so aus. Der war mir einfach zu schwach. Also ja, er ist in zwei verschiedenen Farbtönen, aber dieses Beige, was da außen drum zu ist, es hat nahezu keinen Schimmer und wandert weiter. Wandert einfach in meine, gebe ich weiter an Familie und Freunde Kiste. Was mir hingegen aber sehr gut gefallen hat, war zum Beispiel diese Lidschattenpalette, die ich auch an einen von euch ja verlose. Also nicht die hier, das ist ja meine benutzte, sondern eine andere, eine neue. Die fand ich hier von der Optik natürlich richtig schön frühlingshaft. Und ja, ne, die Farben Bloom Baby Bloom ist auch total süß, dieser Spruch. Die Farben fand ich auch sehr ansprechend, haben sich schön miteinander verbinden lassen, schön verblenden lassen. Und ja, hat mir gefallen. Und ich glaube ja, das waren alles Schimmertöne, keine Mattentöne. Ist aber nicht schlimm, weil es halt wirklich sehr, sehr dezent ist und dementsprechend hat mir das gut gefallen. Und dann habe ich auch noch einen Blush mitgenommen, beziehungsweise beide Blushes, die es halt gab. Das hier ist Baked Blush and Highlighter. So sieht der von innen aus und der riecht unfassbar toll nach Rose. Alto Belli, das ist ein Traum von einem Blush. Der macht ja auch einen leichten Schimmer in dein Gesicht und das ist so, so angenehm, so natürlich. Ein bisschen, du kannst dich damit natürlich overblushen, wenn du Bock hast, ne? Du hast auch einen leichten Goldschimmer mit dabei, aber so leicht, dass es einfach frisch aussieht. Und ja, wenn man es nicht übertreibt, dann ist es gut. Wenn man übertreibt, dann ist es ein bisschen heftig. Aber ich mochte das sehr gerne. Und was ich auch sehr gerne mochte, ist dieses Blush Trio, was in dieser wunderschönen Verpackung kommt. Ja, Love steht hier vorne drauf. Und ganz ehrlich, Liebe ist da auch tatsächlich drin. Wenn man sich diese drei Töne anguckt, ne?
Das ist eine Folie hier vorne drauf. Ich habe so ein Spleen. Ich lasse immer die Folien von diesen Lidschattenpaletten drin. Machst du das auch so? Stimm mal hier oben ab. Ich mag das einfach gerne, wenn ich dann noch weiterhin diese Verpackungssachen drin habe. Gerade wenn es halt so schön bedruckte sind, ne? Ich mag das richtig gerne. Und bei Lidschattenpaletten kannst du die übrigens auch super verwenden, um die hier anzuhalten, um dir eine schönere Kante zu machen. Natürlich, du hältst es dann die ganze Zeit fest, aber ne, ist im Prinzip dann auch gar nicht mal so unpraktisch. Ja, und die Töne sind auf der Haut nicht so extrem wie jetzt hier in der Palette drin, ne? Ich hatte zum Beispiel in meinem Video diesen sehr dunklen Ton verwendet, der aber echt schön auf der Haut aussah. Und das in Kombination mit dem Baked Blush and Highlighter ein Traum. Also ich fand's super. Ich habe mich echt frisch gefühlt. Mochte ich gerne. Aber wie gesagt, diese beiden Produkte müsst ihr euch nicht nachkaufen. Würde ich euch jetzt nicht empfehlen, weil die nicht so gut sind. Auf eine Empfehlung hin von der Zahnarzthelferin meines Vertrauens, tatsächlich, die auch eine sehr gute Freundin von mir ist, habe ich mir die Lash on Lash Off Lashes von Essence Gold Volumizing Magnetic Accent Lashes. Das sind ja diese magnetischen Wimpern und die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin zwar kein Fan von künstlichen Wimpern, ich trage es auch einfach nicht, aber wenn sie das sagt, dann traue ich ihr. Dann traue ich ihr sowas von, weil Freunden vertraut man doch, oder? Ne? Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und dann mal irgendwann bei einem Look, der ein bisschen intensiver ist, auch im Video tragen. Da habe ich Bock drauf. Und das sind vor allem welche, da brauchst du keinen Kleber, kein nix. Da bin ich immer so ungeschickt, ne? Ich werde die wahrscheinlich mit euch zusammen testen. Komm, so eine First Impression machen wir dann wirklich mal zusammen, oder? Dann bekommt ihr den ganzen Wahnsinn mit. Ja. Und dann habe ich noch so ein neues Essensprodukt. Ich weiß gar nicht, nee, neu ist das jetzt glaube ich nicht, ne? Aber ein Essensprodukt geholt, was für mich neu ist, was ich halt vorher noch nicht besessen habe. Und zwar ist es ein Melted Chrome Eyeliner. Es ist jetzt ja irgendwie auch ziemlich trendy, dass man sich halt nicht nur einen normalen Eyelinerstrich zieht, sondern dass man hier quasi da, wo du die Cut Crease aussetzen würdest, dann auch noch einen Eyeliner ziehst. Also ein Eyeliner auf dem Auge drauf, richtig, und nicht an der Wasserlinie entlang. Und da habe ich mir gedacht, okay, so ein Silber wäre doch irgendwie ganz cool. Und ja, der sieht auch echt cool aus, ne? Ich riech mal. Der riecht noch nix. Ich swatch mal. Oh ja, ich glaube, der kann was, ne? Ich denke, der wird mir Freude bereiten. Und den mache ich mal mit euch zusammen drauf. Ja, da habe ich Spaß dran. Das machen wir mal zusammen. Freue ich mich schon mega drauf. Richtig geil. Dann habe ich mir auch ein bisschen was mitgenommen für meine Augenbrauen, weil ich habe euch ja auch in einem Video gefragt, welche Augenbrauenprodukte ihr so empfehlen könnt. Und dann habe ich mich auch bei Kosmetik Verless ein bisschen umgeschaut und das mitgenommen, wo ich dachte, okay, sieht okay aus. Sieht nicht so aus, als hätte ich jetzt Angst davor, weil von manchen Produkten habe ich Angst, wenn das vielleicht in einer ganz merkwürdigen Farbe ist oder so oder nicht so meinem naturell entspricht, sage ich mal. Naja, auf jeden Fall wurde mir empfohlen von Essence das Eyebrow Gel Color and Shape und das habe ich jetzt in der Farbe Blond, denke ich mal, ja, 02 Blond mitgenommen. So sieht das aus und ja, das ist wirklich so ein Gel. Augenbrauen Gel. Läuft. Und passend dazu habe ich mir auch noch ein Essence Precise Eyeliner. Nein. Eyebrow Brush mitgenommen. Genau, den Eyeliner Brush habe ich auch mitgenommen, aber egal. Auf jeden Fall habe ich den halt auch noch mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich so ein Pöttchen habe, dann brauche ich natürlich auch ein Pinselchen, um das Ganze aufzutragen. Ne? Deswegen habe ich das beides mitgenommen. Ja, ich habe jetzt ja schon gesagt, ne, den Precise Eyeliner Brush habe ich auch mitgenommen. Den habe ich, glaube ich, sogar schon mal da, aber den finde ich toll. Und genau, den habe ich schon da und den finde ich toll. Und ich ziehe mir jetzt ja auch öfters mal einen Gel-Eyeliner und dann ist der halt immer schmutzig und ich wasche jetzt nicht jeden Tag meine Pinsel, weil ich da echt keine Zeit für habe. Das heißt, ich wasche die einmal in der Woche und wenn ich mich jetzt zwei, dreimal mehr schminken möchte, habe ich dann ja gar keinen Pinsel, um mir einen Eyeliner zu ziehen. Und dann habe ich mir einfach noch einen gekauft. Und so ultra teuer sind die Pinsel von Essence ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, den kann man wohl mal mitnehmen. So, dann habe ich mir auch noch von NYX Professional Make-up den Microbrow Pencil mitgenommen. Und der ist jetzt in der Farbe blond. Ja, so sieht der aus. Also jetzt hier auf der Verpackung. Hat halt so ein Spoolie dran. Das fand ich sehr cool. Ich finde es ja prinzipiell toll. Das hat der Catrice Slimmatic Ultra Precise, ja auch. Oh, der ist noch zugeklebt. Und das mochte ich ja sehr gerne an dem. Also
den Spoolie und also weil der Spoolie halt auch sehr gut war und halt auch den Micro Precise Gedöns. Ja, aber der ist ja leer und die Farbe war halt auch ein bisschen zu rotstichig für mich. Deswegen, ich habe mir den zweimal nachgekauft, aber ich glaube, ich werde mir den jetzt erstmal nicht nachkaufen, weil ich mag es dann doch lieber mehr so in der Farbe, die mir steht. Ja, und genau, so sieht der auf jeden Fall aus. Der ähnelt dem doch sehr, muss ich gestehen, ne? Also das ist halt auch eine sehr feine Linie hier vorne. Ich swatch den hier auch mal. Nein, ich swatch den hier. Oh, lala. Na, der ist aber rotstichig. Also da kommt eine sehr präzise Linie raus, aber ich glaube, dass der sehr rotstichig für mich sein wird. Oha. Naja, aber wir probieren das Ganze mal irgendwann zusammen aus, ne? Auf jeden Fall. Und hier ist halt dieses Spoolie dran. Die Sea-Spoolie und das finde ich ja immer sehr praktisch, wenn man da auch sowas mit dabei hat, dann muss man das halt nicht separat haben. Für den Fall, dass ich separat so ein Ding brauche, habe ich es mir geholt. Und zwar von Catrice. Ja. Und da hast du dann sowohl, also das ist so ein Duo-Fi, da hast du dann eine einen Augenbrauenpinsel und das Augenbrauenbürstchen dran. Das ist auch der Catrice Duo Eyebrow Defining Brush. Ja, ne? Den habe ich auch mitgenommen. Zum Beispiel für das Augenbrauengel. Wobei das Augenbrauengel werde ich wahrscheinlich zusammen mit einem Augenbrauenstift verwenden, welches ein Bürstchen hinten dran hat. Egal. Und als letztes habe ich mir auch auf eure Empfehlung hin von Catrice Eyebrow Stylist mitgenommen. Und zwar ist das die Farbe, ich glaube, ja, Date with Ashton. Ja, so sieht es aus. Der hat ja auch so einen Spoolie und ich habe mir gedacht, okay, ich habe den ja von Catrice schon mal gehabt, so einen ähnlichen halt, ne? Und das hat mir sehr gut gefallen und ja, dann muss der hier jetzt ja auch gut sein. Und das ist halt so ein richtiger Stift zum Anspitzen. Und da bin ich wirklich gespannt. Ja, und das ist von der Farbe her definitiv etwas, was ich schöner finde und mehr zu mir passend finden werde. Aber naja, alles wird ausgetestet. Und um das Thema Augenbrauen abzuschließen, habe ich dann auch noch eine Augenbrauenschere mitgenommen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ding. Aber ich werde es auf jeden Fall verwenden. Wollen wir das jetzt mal eben schnell zusammen machen? Ja, ich glaube, das können wir mal versuchen, oder? Dass wir die einmal zusammen hier austesten. I care a lot. This is kind of my business. Also, so sieht diese Augenbrauenschere auf jeden Fall aus. Fühlt sich ehrlich gesagt in meinen Händen jetzt nicht an wie eine hochwertige Schere, sondern wie eine sehr, sehr billige Schere. Kennt ihr die? Die manchmal so bei diesen Nähsets dabei sind? Naja, ich habe gehört, dass man dieses Ding hier auf jeden Fall auch abziehen kann. Ja, genau, dass du es theoretisch hier als normale Augenbrauenschere, wie auch immer, verwenden könntest. Das heißt, du könntest sie jetzt hochbürsten und dann einfach so schneiden. Oder man lässt halt dieses Bürstchen hier drauf. Und verwendet es als Duo-Moped. Also quasi, dass man das hier mit hochbürstet und dann mit der Schere schneidet. Und das versuchen wir jetzt mal. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass ich hier gleich meine ganzen Augenbrauen weg habe, ne? Also zum einen soll das dafür gut sein, dass wenn du hier so Haare hast, die so nach vorne stehen, dass du die damit super abschneiden kannst, ohne irgendwie zu viel abzuschneiden. So, boah, meine Wimpern sind mir selber im Weg, ne? Könntest du theoretisch mit der Bürste nämlich hier so durchgehen und hast dann hier so Haare dazwischen, ne? Irgendwie, ich traue dem Braten irgendwie nicht so ganz. Ich habe ein bisschen Schiss. Also man kennt sich die halt so richtig buschig nach oben und schaut so, was da wirklich vielleicht ein bisschen extrem ist. Da habe ich hier jetzt ein, zwei Haare, die sieht man hier vorne halt, ne? In der Theorie möchte ich ja gerne auch bis ungefähr hier meine Augenbrauen wachsen lassen. Und oben sieht man dann jetzt so ein ganz kleines bisschen, was ich abschneiden würde. Mein Problem ist jetzt tatsächlich, wenn ich die so hochkämme, dann sehen meine Augenbrauen sehr, 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 sehr dünn aus. Also, ne, weil ich habe halt lange, aber wenige Haare. Und wenn ich die halt so hochkämme und jetzt in der Theorie hier oben abschneiden würde, das wäre mir irgendwie dann doch wieder ein bisschen zu wenig, weil dann würde ich ja zu viel wegschneiden. Da habe ich jetzt ein bisschen Schiss vor, ne? Da ich jetzt ein bisschen Schiss habe, dass ich zu viel abschneide, nehme ich hier diesen Trimmer oder dieses Bürstchen, was hier vorne dran ist, einfach mal ab. So, und dann kann man mit der Schere theoretisch ja hier so ein bisschen abschneiden.
In dem Fall ist es ja wirklich weniger ist mehr, also weniger abschneiden ist mehr. Man kann besser öfters hergehen und dann immer mal wieder schneiden, also immer nur ein ganz kleines bisschen abschneiden. Aber irgendwie, also diese Schere ist für mich jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, geiles Teil. Ich finde, die ist ziemlich am Murks. So, jetzt ist es raus. Weil du kannst ja genauso gut mit dem Spoolie die Haare hochbürsten und dann mit einer Nagelschere entlang gehen. Also da brauche ich nicht so eine Billigschere für, oder? Was meinst du? Also ich finde, die ist relativ unnötig. Naja, war halt ein Fehlkauf. Das macht keinen Sinn. Für mich. Weil ich habe so dünne Augenbrauen. Hätte ich dickere, würde es wahrscheinlich mehr Sinn ergeben. So, dann habe ich mir noch bestellt von BH Cosmetics so einen Präzisionspinsel. Und zwar möchte ich den gerne verwenden, um mein Inner Corner Highlight setzen zu können. Weil ich habe gemerkt, dass ich schon einige Pinsel habe, aber nicht den richtigen Pinsel, um mir ein Inner Corner Highlight zu setzen. So, und da kam mir der hier doch ganz gelegen. Und der ist von einer Marke, die ich gerne mag. Der ist vegan, der ist schön. Ich mag diese Farbe hier, dieses schimmernde Grau. Und BH Cosmetics Pinsel sind sowieso für mich mit die ich am liebsten verwende, weil sie einfach gut sind, aber erschwinglich, ne? Also du zahlst dich da nicht dumm und dusselig, genau wie Luvia-Pinsel. Die benutze ich halt auch sehr gerne. So, und damit kann ich mir dann halt hier perfekt ein Inner Corner Highlight setzen. Ach, ich freue mich schon richtig, dass ich diesen Pinsel habe. So, dann habe ich mir mitgenommen, beziehungsweise für eine baldige Verlosung habe ich mir mitgenommen, dieses Produkt. Make Your Dreams Come True. Das ist eine Palette von Essence und zwar auch so eine Limited Edition, Style Edition, Trendish. Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Gibt es auf jeden Fall dort bei Cosmetic for Less im Online-Shop zu kaufen. Und ich glaube, das ist auch ein nur Online-Produkt. Und zwar ist es wie ein Buch. Also, du kannst es aufklappen und hast dann hier Dream Big auf dieser Seite stehen. Kannst du nochmal aufklappen. Hast hier dann den Kalender von 2019 und 2020 mit drin und so ein Notizblock, wo drauf steht: Every morning you have two choices. Continue the sleep and dream or wake up and turn your dreams into your reality. Into reality, nicht into your reality. Ja. Genau, also du hast jeden Morgen halt die Möglichkeit, zwischen zwei Sachen zu wählen. Und zwar kannst du entweder weiterschlafen und weiterträumen oder aufwachen und deine Träume in die Realität umwandeln. Das finde ich echt schön von der Idee her. Dann, upsala, hast du hier so einen gestreiften Block mit drin? Ja, dann klappen wir das mal zu, weil das erschlägt mich gerade ein bisschen. Und dann kannst du hier aufklappen. Upsala, das hält sehr, sehr gut magnetisch. Hast dann auf dieser Seite einmal einen Spiegel und dann hast du hier die verschiedenen Lidschatten, Highlighter, Bronzer und Blush. Ja. Kontur, nicht Bronzer. Aber das kann man garantiert auch zum Bronzen verwenden. So, und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist doch ein super Produkt, was ich demnächst mal verlosen kann. Ne? Wird demnächst mal verlost werden. Wollte ich aber hier schon mal zeigen, weil ich habe es in diesem Haul gekauft. So, und als letztes habe ich eine neue Maske mitgenommen, ja, weil ich sie einfach witzig fand. Es ist eine Karottenmaske. Ja, und die wollte ich mal ausprobieren. Clear Skin, das ist von It's Skin, eine Tuchmaske und ja, ne? It's Skin ist, glaube ich, auch jetzt eine neue Marke bei Cosmetic for Less und deswegen durfte die auch einfach mit. Die reinigt die Haut porentief, aber irgendwie stand da auch mehr drin, was die machen soll, außer nur porentief zu reinigen. Jedenfalls, also auf der Homepage, also da drin. In der Homepage stand drin, dass die mehr machen soll, als nur porentief zu reinigen. Aber ich fand es einfach sehr interessant, weil eine Karottenmaske hatte ich bislang noch nicht. Wenn die nach Möhre riecht, freue ich mich, weil ich mag Möhrchen. So. Ja, und die habe ich zweimal mitgenommen. Einmal für mich und einmal zum Verschenken. Weil sowas ist auch immer eine ganz coole Sache. Die kannst du auch mal so beilegen. So. Und weswegen ich eigentlich bei Cosmetic for Less bestellt habe und ja, das waren tatsächlich auch zwei Einkäufe, die ich hier getätigt habe, war, dass man ab 40 Euro Bestellwert so ein Gratis-Set dabei gekriegt hat. Und zwar ist das ja einfach von Cosmetic for Less, ne? Also verschiedene Marken, verschiedene Produkte. Und dann gucken wir mal, was sich in dieser Mystery Bag verbirgt. Ja, zuallererst hast du hier halt die ganzen Produkte in diesem wunderschönen Organza-Säckchen mit drin, in braun.
Und dann hast du hier einen Pinsel von Leni Brush. Leni Brush ist, glaube ich, eine Marke oder eine Eigenmarke von Cosmetic for Less oder so. Auf jeden Fall habe ich die noch nirgendwo anders gesehen als dort. Und das ist ein Concealer-Buffer. Der kommt erstmal ganz normal eingepackt. Knister, knister. So, dann hat er hier noch so ein Überzieh-Moped drüber. Und ja, ist dann halt so ein spitz zulaufender, festgebundener Pinsel. Ich hätte mir gerne, also als Pinsel, irgendwas anderes gewünscht. Vielleicht ein Foundation-Pinsel, ja nicht mal ein Foundation, ein Puder-Pinsel oder ein Rouge-Pinsel oder so. Aber ein Concealer-Buffer. Ich trage meinen Concealer jetzt eigentlich mit meinem Schwämmchen auf und nicht mit einem Pinsel. Vielleicht kann ich das ja mal ändern, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre das eine ziemlich coole Geschichte. Kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, dann ist hier noch von I Heart Makeup I Heart Definition Medium drin. Und das scheint ein Blush Set zu sein. Ja, also rauskommt hier so ein Kästchen. Riecht jetzt nicht so ultra geil, aber du hast hier scheinbar einmal Bronzer, Blush und Highlighter, wenn ich das richtig sehe, und ein Spiegelchen mit drin. Aber das scheinen Töne zu sein, die mir gut stehen könnten. Ach, guck mal. Das sieht schon mal ganz cool aus, oder? Oh, der Highlighter ist aber schön. Der hat einen schönen rosa Stich. Das sieht cool aus. Der Blush ist, der wirkt sehr intensiv, aber ich habe den jetzt auch doll geswatcht, ne? Also, cool. Vom Geruch her nicht so meins, aber ich finde es ganz cool, dass du eine Palette mit allen drei Tönen hast. Und diese drei Töne werden mir wahrscheinlich stehen. So auf den ersten Blick, ganz cool. Ach was. Ja, das finde ich toll. Und ja, da ist auch eine kleine Folie drauf, die ich jetzt wieder vorsichtig versuche drauf zu machen. Ne? Süß, cool, mag ich. Ernsthaft, das ist cool. So, dann habe ich hier HD Pro Brows. Eine Palette. Das ist eine komplette Augenbrauenpalette. Das finde ich jetzt natürlich auch ein bisschen interessant. Ja, riecht ähnlich. Mag ich nicht so gerne. Von den Farben her sehr, sehr dunkel. Da ist das wahrscheinlich der einzige Ton, der mir in irgendeiner Art und Weise stehen könnte. Die anderen sind alle viel zu dunkel. Das hier unten scheint ein Gel zu sein. Und dann hast du hier auch so eine Cremefarbe. Das hier scheint auch ein Gel zu sein, denn das schimmert auch so. Das hier scheint auch eine Creme zu sein und das hier scheint ein Highlighter zu sein, Puder-Highlighter. Da muss ich mich mal ganz genau reinlesen und schau mal, ob ich das, wie ich das verwenden kann, weil es sind ja irre große Fännchen. Also für Augenbrauen ist es eine riesen Palette. Das habe ich ja noch nie gesehen, dass Augenbrauenpaletten so riesig sein können. Alter Schwede. Ja, macht mich jetzt aber nicht so an, muss ich gestehen, wie jetzt zum Beispiel die Blush Bronzer Highlighter Palette. Ist aber eine krasse Geschichte, so riesig. Wahnsinn. Dann habe ich hier, die habe ich schon, von Catrice die Color Correct Palette. Ja, die hatte ich in einem Tauschpaket mit drin. Das heißt, die hier wird definitiv demnächst mal in eine Verlosung wandern. Wuhu! Die wird auf jeden Fall weiter wandern. So, dann sind hier noch irgendwie zwei Proben von Ciaia drin. Und Ciaia ist ja auch so eine neue Pflegemarke, die es bei Cosmetic for Less zu kaufen gibt. Ich hatte auch tatsächlich bei meinem Einkauf so ein bisschen auch bei Ciaia gestöbert. Hab mir aber gedacht, nee, komm, ich habe auch echt viel an Pflege da. Ja, ich habe von allem irgendwie relativ viel da. Aber da habe ich mir gedacht, nee, komm. Aber cool, dass es jetzt hier mit drin ist, weil dann kann man es mal austesten. Antioxidation. Dull, Slack and Sensitive Skin mit Acai-Beere. Das ist eine Übernachtmaske. Okay, das ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber das kann man ja mal definitiv, kann man mal ausprobieren, oder? Ist nicht verkehrt. Das soll quasi fürs Gesicht und für das Dekolleté sein. Das soll die Haut ein bisschen weicher machen und Irritationen wegmachen. Okay, cool. Und dann habe ich hier noch so eine Probe von einer Tagescreme drin. Und auch die soll beschützen und entsprechend korrigieren. Ja gut, Low Protection, Sonnenschutzfaktor 10. Aber warum schreibt man dann extra hier Low Protection drauf? Das finde ich ein bisschen doof. Sonnenschutzfaktor 10 finde ich auch relativ sinnfrei. Acai-Beere Tagescreme. Eine kleine Menge auftragen und sanft einklopfen. Ja, werde ich mal ausprobieren. Kommt dann in mein Probenprojekt mit rein. So, und als letztes in dieser Tasche hatte ich hier von Revolution Maxineshka, heißt hier so, Beauty Legacy, Travel Friendly Make-up Palette.
Und da gucken wir doch mal rein. Hinten sieht man auch schon, dass da wohl irgendwas mit Lidschatten abgeht und mit Highlighter und eventuell mit Blush. Vom Optischen der Palette hier ist es jetzt nichts, wo ich so im Laden sagen würde, oh wow. Ne? Also das finde ich jetzt nicht wunderschön. Klar, es ist mit Schwarz und Kupfer, das ist edel. Hier hast du das dann quasi mit so einem braunen Pinselstrich. Das hat irgendwie was, aber es ist nicht so meins. Es ist mir zu dunkel. Ja gut, und wenn ich hier reingucke, sehe ich eigentlich ganz coole Farben, mit denen man tatsächlich auch einen Look schminken kann. Das heißt, hier hast du dann wahrscheinlich ja, 9 verschiedene Lidschatten. Hier steht Pure Glow, also das ist dann ein Highlighter. Love's Hue, also das scheint ein Blush zu sein. Und The Grand Tan scheint dann tatsächlich ein Bronzer zu sein. Und ein bisschen was swatchen wir. Natürlich swatche ich hier mal die Farbe Orchid, denn die sticht uns doch allen echt gerade ins Auge. Okay, ich bin jetzt leicht reingegangen und habe auch wirklich nur ganz leicht was auf dem Finger. Da geht jetzt nicht so viel ab. Nee, das ist ja öde. Ich gehe mal ein bisschen doller rein. Ich habe es jetzt gerade übrigens auf dem anderen Highlighter geswatcht. Super. Ich gehe mal hier so drüber. Ich habe jetzt auch ganz doll gerade auf meine Haut gedrückt und das sieht schon irgendwie cool aus. Wirkt aber nicht so intensiv wie in der Palette, ne? Dann gehe ich mal in den Highlighter rein, der sich sehr schön pudrig anfühlt, ne? Hier ist er auf dem Finger. Mach den hier mal hin. Ja, der sieht gut aus. Der gefällt mir. Der ist was für mich. Das ist schön. Dann gehe ich hier in die Farbe Petal oder Petal. Das ist eine matte Farbe. Die sieht dann auch ein bisschen intensiver noch aus. Ja, ein bisschen krümelig, ne? Die muss man wahrscheinlich ein bisschen ausblenden, aber dann geht's auch. Und dann gehe ich noch in die Farbe Copper. Hier einfach genau in der Mitte. Das ist so ein schimmernder Ton, Kupfer, Gold, so ein bisschen. Und der sieht aber schön aus. Der gefällt mir. Der gefällt mir noch mit am besten. Ja, interessante Palette. Kann man auf jeden Fall für einen Look verwenden. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich, dass ich euch auch mit diesen Produkten mal einen Look schminken könnte. Ja, das machen wir doch mal. Jetzt nicht, später mal. Denn wie gesagt, ich muss ja gleich noch zum Zahnarzt. Und hier blende ich dir mal ein, was der tatsächliche Wert ist. Und ja, also wenn man die Produkte jetzt so sieht, denkt man jetzt nicht unbedingt, dass es so einen hohen Wert hat, finde ich. Also meiner Meinung nach, ne? Aber gut, das war jetzt mit in diesem Beauty-Package mit drin. Und da ich ja zweimal bestellt habe, habe ich dieses Beauty-Paket ja tatsächlich noch einmal. Das wird demnächst mal verlost werden. Das war es auch schon mit dem Haul. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so mit und für dich gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite verlinke ich dir noch ein Video. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!